Es ist Mittwoch und hier ist der Spy-Controller, wo wir uns die Interbanken-Benchmark-Preisstatistiken für die drei Non-Cross-Majors anschauen. Ich bin Charlie Fooks. Beim Euro-Dollar liegt der langfristige durchschnittliche Spread bei 0,26 Pips und die Spitzentrennung war 2,7 Pips. Dieses Paar bewegte sich nach und nach höher und gewann 0,36% oder 47 Pips. Es gab viele Pressemitteilungen. In den letzten 24 Stunden drei US-Wirtschaftsberichte erschienen gestern um 14 Uhr und das ist die Zeit der Spitzentrennung. Beide Seiten trennten sich scharf beim Kursrückgang, höchstens aber um 2,7 Pips. Beim Cable lag der Tagesdurchschnitt bei 0,98 Pips und die beiden Seiten trennten sich um 5,2 Pips in den letzten 4 Stunden. Die langfristige Hochtiefdifferenz von 95 Pips wurde beim Rückgang um 0,57% verbucht, aber das Paar stieg aus dem Tief von 1,6444 schon an. Der UK Services PMI wurde heute um 8.30 Uhr veröffentlicht und das ist die Zeit der Spitzentrennung. Beim Dollar-Yen liegt der langfristige durchschnittliche und der maximale Spread jeweils bei 0,27 und 3,7 Pips. Der Kurs stieg nachhaltig an, aber die langfristige Hochtiefdifferenz von 45 Pips wurde während eines Rückgangs um 0,43% verbucht. Spreads waren höher als sonst heute um 14 Uhr, als US-Daten erschienen. Damit ist der Spy-Controller von Mittwoch zu Ende. Die Daten werden stündlich aktualisiert.